Die Krise um das chinesische Coronavirus verstärkt sich nun auch in den USA. Gerade wurde der 11. Fall einer Coronavirus-Erkrankung in den USA gemeldet. Und es ist ebenfalls ein Fall, der durch eine Übertragung von Menschen zu Menschen hier in den USA zustande gekommen ist. Ein Mann hatte kürzlich China besucht, ist zurückgekommen nach Kalifornien und hat dort seine Frau infiziert. Das ist die bereits zweite Mensch-zu-Mensch-Ansteckung hier in den USA. Es gibt einen weiteren Fall in Chicago. Mittlerweile hat sich auch das Pentagon zu Wort gemeldet. Die amerikanischen Streitkräfte wollen bis zu 1000 Quarantäneplätze bereitstellen in 4 Kasernen in den USA. Bereits fast 200 Menschen sind in Quarantäne untergebracht. Sie wurden in der Vorwoche aus Wuhan, dem Epizentrum der Virenkatastrophe, ausgeflogen und sind jetzt auf einem Militärstützpunkt in Kalifornien. Dort werden sie mindestens noch 10 Tage unter strenger Beobachtung gehalten. Erst dann können sie zu ihren Familien, zu ihren Heimatadressen zurückkehren. Wie gesagt, 1000 Plätze insgesamt sind vorerst vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Plätze in den nächsten Wochen gebraucht werden. Hier in New York gibt es nach wie vor noch keinen bestätigten Fall des Coronavirus, was eigentlich etwas überraschend ist angesichts der Drehscheibe, die New York darstellt im globalen Reiseverkehr. Es gibt allerdings Verdachtsfälle. 2 oder 3 Patienten in Spitälern in New York werden gerade getestet hier zum Wochenbeginn und man wartet auf die Resultate. Natürlich, die Nervosität ist auch hier in New York bereits größer als in den letzten Tagen. Amerika blickt natürlich insgesamt gebannt nach China, wo sich die Katastrophe rasend schnell ausbreitet. Und es gibt auch viele Experten hier in den USA, die bereits befürchten, dass es eine globale Pandemie werden könnte mit dem Coronavirus.